Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Rome Total War Remastered. Ja, wir haben letzte Mal eine sehr lange Schlacht geführt und zwar ging es um Rom. Ja, Rom haben wir eingenommen. Zwar ist unser, ich meine, gekaufter General leider draufgegangen. Deswegen schicken wir jetzt einfach den da rein, den alten Mann. Und wir gucken mal, ob wir die Stadt halten können. Weil bis jetzt ist das jetzt leider nicht so gut. Denn wir sie, wenn man sehen kann, sind die nicht gerade happy darüber. Okay, ich habe nichts gesagt. Gut. Rom mag uns. Okay. Ich glaube, ich werte die einfach mal erstmal alle auf. Bevor ich da halt irgendwas baue. Aber auf jeden Fall ist der Senat jetzt Geschichte. Was ich sehr gut finde. Den ganzen Römer gehen mir eh ein bisschen auf die Nerven. Das Schiff ist bereit. Zwar jetzt nicht mehr so groß, aber bereit machen zum Angriff. Aber jetzt auf jeden Fall. So, ich konnte sehr viel bauen. Allerdings muss ich jetzt alle einzeln ansuchen, weil ich letzte Mal, nachdem ich gewonnen habe, beziehungsweise Rom erobert habe. Naja, Mauern bringen uns gerade nichts hier. Muss ich das Spiel schnell abbrechen, weil ich weg musste. Befehle? Ja, und da sind wir jetzt. Befehle? Moment, was hatte ich denn vorgehabt? Ich wollte... Oh, okay. Genau, ich war dabei, die Schmiede zu bauen. Genau, da war was. Ich überfliege hier die ganzen Sachen nur. Dann machen wir da auch eine Gießerei hin. Hier erweitern wir mal die Stadt. Da können wir gerade nichts bauen. Okay, da auch nichts. Was haben wir hier? Und da bauen wir ein Odeon hin. Oh, die Ägypter. Ach ja. Die Ägypter haben uns ja leider den Krieg erklärt vor ein paar Runden. Ja, die Stadt erweitern wir jetzt auch mal. Wir sind ja gerade hier. Ich finde das natürlich nur nicht so schön, dass die halt meinen, mit uns Krieg. Also, dass die Stadt halt ein bisschen zornig auf uns ist. Naja, irgendwie müssen wir das halt besser. Wir bauen erstmal eine Kanalisation dahin. Diese Barbaren haben immer noch keine Kanalisation. Die sollen sich was schämen. Ja, Strategos. Ja, dann machen wir das echt so, dass wir nach und nach... Ich bin dafür, dass wir nach und nach mal hier zu den hängenden Gärten gehen. Ich weiß gar nicht, wer die jetzt gerade besitzt. Oder halt erstmal zu dem Leuchtturm von Alexandria. Was macht er denn? Er halbiert die. Den Leuchtturm von Pharos halbiert die Wahrscheinlichkeit, dass Schiffe in seiner Nähe sinken und steigert die Reichweite von Schiffen. Wobei die Reichweite von Schiffen ist ja eigentlich schon geil. Ja, Strategos. Ja, okay, mit denen können wir uns leider nicht anlegen. Ja, Strategos. Wir gucken mal, dass wir mal langsam. Vernichtet sie. Siedlung wird belagert. Aber sicher doch nach unten wandern. Siedlung wird belagert, Herr. Na, vielleicht greifen die uns ja sogar eher an. Man weiß es nicht. So, was haben wir hier noch? Ach ja, das war noch das. Das war noch der. Und die Stadt wird auch gehalten. Genau, da war nämlich noch was. Seitenerbe, okay. Ich traue diesen... Und was ist der? Ist der nicht, wie heißen die denn nochmal? Meines. Alter, 66 und Spielerber. Da hat der Vater sich aber noch gut gehalten, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob der uns gleich angreift, weil das sieht so stark irgendwie danach aus. Ich glaube, ich baue mir erstmal was, dass der halt eventuell nicht uns angreift direkt. Ich glaube, das war's jetzt.
dass ich jetzt alle Städte habe. Ich klappe die nochmal kurz schnell ab. So, die haben wir, die haben wir, die haben wir. Die auch. Ne, hier war das nicht. Achso, ne, hier baue ich ja Schiffe, stimmt ja, da war ja was. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Komm, den bilden wir mal fort. So, die können wir auch mal fortbilden, die können wir auch mal fortbilden. Ihn auch. Ja, jetzt könnten wir höchstens noch... Wenn ich so recht überlege, eigentlich noch weiter vorangehen und halt nebenbei noch ganz Italien einnehmen. Würde ich, wäre ich ja zumindest mal für. So, aber jetzt erstmal die da oben wegblenden. Ja, komm. Okay. Gut, dann starten wir mal eine neue Runde. Bis gleich. Oh, da war ja noch was. Ach, die Stadt habe ich vergessen. Ich hoffe, da wird jetzt nichts. Ich hoffe, da wird was gebaut. Okay. Was hatte ich denn mit denen vor? Ja, Strategos. Befehle? Oh. So, da sind wir wieder. Und es ist leider viel passiert. Wir haben Tarsus verloren. Ja. Wir haben leider Tarsus verloren. Aber die wird direkt wieder belagert. Aber nebenbei wird halt Ägypten auch noch belagert. Gut. Hier haben sie sehr viele Schiffe. Also 18 Schiffe. Oder da sind so viele Soldaten drin. Weiß nicht, wie da die Rechnung genau ist. Aber wir gucken erstmal das Übliche an. Erstmal gucken, was ist bautechnisch fertig. Und da brauchen wir eine große Agora. Hier bauen wir... Ach komm, bauen wir da eine gute Akademie hin. Hier sind Bäder fertig. Da bauen wir jetzt aber mal ein Odeon hin. Und dann war es das sogar schon. Ja, und die Stadt muss ich gucken, wie ich die jetzt am besten wieder zurückerober und was ich damit anstelle. Zivile Revolte, ja. Aufstand ist auch okay. Ja, gut. So, das haben wir die dann auch erobert. Ach, erobert sage ich schon. Dann haben wir das jetzt auch fertig, was mich jetzt überlege. Ein bisschen da bin ich aber überlegen, was die nächsten Schritte sein könnten. Die Briten. Ja, die Stadt muss erstmal ein bisschen gehalten werden. Da muss ich auch die restlichen Soldaten mal fortbilden. Und am besten könnten dort... Ich weiß gar nicht, was genau da hingebaut sein könnte. Also hingebaut werden könnte als Einheiten noch. Ah, ich baue hier gerade gar nichts. Habe ich gar nicht festgestellt. Na komm, bauen wir da ein Odeon hin. Jeden Fall. Okay, der hat. Da ist jemand drin, da ist jemand drin. Ja, Strategos. Er ist schon bereit. 66. Bereit. Ach, wir haben hier noch eine kleine Insel, die könnte man auch noch einnehmen nebenbei. Ja, Strategos. Sind bereit. Setzt die Segel. Ich glaube, das mache ich sogar. Sind bereit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da sehr viele Leute sein werden.
Ich denke mal, die Insel wird halt gar nicht mal so ein schlechter Punkt werden. Und hier, die gehen erstmal dahin. Hier werden ja die neuen Schiffe ausgebildet. So, du gehst mal dahin. Dann können die Einheiten dort mal wieder fortgebildet werden. Was haben wir denn noch? Hier ist die zivile Revolte. Da graden wir mal kurz alle ab. Oh. Ha. Interessant. Ja, Strategos. Na gut. Wasch. Sagen wir mal der Runde jetzt Ade. Wobei. Ja. Bin dann noch gar nicht so ganz fertig, erzähle ich hier immer wieder. Na, hier ist fast die Schmiede fertig, das ist gut. Hier wird sie gebaut. Da ist immer noch keiner drin, oh Mann. Aber da geht jetzt er rein. Oh. Eine Belagerung. Unsere Schiffe werden angegriffen. Rudert um euer Leben. Werter Freund, habt Dank. So, schön, dass ihr jetzt wieder da seid. Und zwar ist was passiert. Partien hat uns den Krieg erklärt. Wie ich es mir auch eigentlich gedacht habe, wenn ich ehrlich bin. Da waren jetzt so viele Männer. Aber wir erobern erstmal Tarsus wieder zurück. Okay. Aber die haben sehr viele Reiter. Ich glaube, die Schlacht führen wir. Bricht an. Er wird blutig sein, komme was mag. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass dieser Tag blutig sein wird. Belagerungsturm. Schnell. Belagerungsturm. So, hier hin, dahin. Und dahin. Los, los, los. So, die Männer können auch schon mal hier hin. Ne, der nicht. Mal sortieren. Sind jetzt auch gar nicht mal alle Soldaten da drin. Aber ich habe alle Bogenschützen. Okay. So, und ihr könnt einfach mal so positioniert werden. Alle Mann zu den Mauern. Tarsus-Rebellen dürfen nicht davonkommen. Oh, wobei, die sind alle... Ja, okay. Das weiß ich auch selber. Sind da Bogenschützen? Okay. Mit Tasten. Feldtasten. Ich glaube, die müssten am besten... Ich weiß gar nicht, was das Beste ist. Ich muss gleich mal erstmal gucken. Also lass mal ein bisschen schneller laufen. Dann dauert das hier alles ewig. Die Götter. Die Belagerungstürme sind an den Mauern. Der wahre Kampf kann beginnen. Oh, ihr müsst hier hin. Ah, nein. Panzerte Hopliten.
Ah, schade, dass der down gegangen ist. Aber auch zum Teil gut, dass alle jetzt nach links gehen. Kann ich mich jetzt ein bisschen mehr darauf konzentrieren, nach rechts zu gehen. Wollen die hin? Ich weiß nicht, wo die hin wollen. Also die Gegner weiß ich gerade nicht, wo die hin wollen. Ach man, wenn das nicht alles so lange dauern würde gerade. Also wir müssen schneller laufen. Okay, die sind angekommen. Die noch nicht. Ja, ich hätte sie hierhin, glaube ich, schicken sollen. Das wäre besser gewesen, glaube ich. Die Bogenschützen gehen mir ein bisschen auf die Nerven. Bewegung, Bewegung! Los, los, los! Schnell! Schnell! Unsere Soldaten haben die Mauern besetzt. Jetzt müssen wir vorstoßen und den Ort erobern. So, jetzt schießen die Türme wenigstens endlich auf die. Und die kriegen schön ihre eigene Säure in den Nacken. So ist es richtig. So, und die. Ah, komm. Moment, ich wollte euch passend hinstellen. So. Na, ich guck mal, wie das so wird. Aber bis jetzt sieht's nicht so gut aus. Ah, kommt schon. Ja, das Tor gehört uns leider nicht. Boah, ich habe so viele Männer schon verloren. Mit denen anders machen. Ja, unsere Männer werden echt gut dezimiert. Einhalten! Einhalten!
Oh Gott. Ja, genau, reitet schön raus. Na, mein Gott. Erobert das doofe Tor. Ah, ein bisschen schneller laufen lassen. Das dauert mir ein bisschen zu, doch zu lange, leider. Na komm. Ey, das sind noch 15 Soldaten und die wollen einfach nicht sterben. Ja, die sind alle draufgegangen, okay. Okay. Jetzt aber. Oh, wow, wow, das kann übel werden. Oh, jetzt können die nicht rein wegen... Oh, weil da zu viele Reiter sind. Mensch. Ich mach das jetzt anders. Hätte ich schon vorher machen sollen. Jetzt haben wir das Tor wieder nicht. Ich glaube, das wird die erste Niederlage in dem Spiel werden, weil ich doch zu übereifrig war. Ja. Wobei. Ah, doch, das wird, glaube ich, nicht mal die erste Niederlage werden. Los, los, los! Ein Angriff! Ja, die Schlacht ist so gut wie verloren. Ja, die haben auch keine Pfeile mehr. Ja, es ist eine klare Niederlage, gebe ich ehrlich zu. Aber ich werde die Niederlage nicht kampflos
einstecken, sondern ich werde sie auch noch ein bisschen angreifen und weiter dezimieren. Denn die können gerade eh nichts machen. Ich weiß gerade überhaupt nicht, ob die Türme überhaupt da angreifen. Nein, ich glaube, tun sie gar nicht. Ah, da. So, dann werden sie. Alter, da sind so viele. Moment, mal gucken. Okay, ich glaube, die wollen gerade alle fliehen. Deswegen, ja. Die haben überall die weiße Fahne gehisset. Nee, nicht gruppieren. Ich wollte halt, Einheiten zu den Hügeln. Ja, denn das wird nichts mehr. Kann ich so besser zurückziehen und gucken, dass die halt wenigstens erstmal nochmal überleben. Ah, schade. Aber man kann nicht immer gewinnen, leider. Ist halt so. Was soll man machen? Man hätte das vielleicht ein bisschen besser planen können, aber da sind so viele Streiterbogenschützen. Jetzt schießt er. Ne, ist klar. Der wahrscheinlich jetzt überhaupt nichts treffen wird, aber okay. Ey, nee, aber ja, nicht auf das Schiff. Bereit. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Mein Herr? Och nö. Überall, aber nicht auf bereit. Das Schiff. Sire. Da muss ich das anders machen. Ein ruhmreicher Sieg. Bereit. Kann sie nicht dahin schicken. Oh, nö. Oh, ich hoffe, die gehen nicht drauf. Das muss ja gar nicht sein. Bereit. Setzt die Segel. Oh, ich habe den Baubericht gar nicht geguckt in dieser Runde. Oh, nö, das wollte ich nicht. Oh, Mann. So, dann kann ich besser erstmal so machen. Ne, ich muss ja was Neues bauen. So. Da habe ich gar nicht den Baubericht geguckt. Oh Mann. Sire! Dachte, das wäre so ein leichter Sieg gerade gewesen, aber dem war leider nicht so. Oh, hier bauen wir Felder an. Hier auch. Die Stadt wird erweitert. Eine Schmiede? Ne, ne, lieber ist eine Aquädukte. Da kommen Felder hin. Hier kommt auch eine Aquädukte. Hier auch. Und dann war's das erstmal. Befehle. Großstadt, Großstadt. Ach ja, ich wollte mit ihm hierhin segeln. Na, oh, der hat ja da nicht viel. Passt, denke ich mal. Ja. Ja, Strategos. So, er bleibt deine. Wird deine Stadt bleiben. Herr.
Stoßt vor. So, und dann werden die... Ah ne, die müssen nochmal erweitert werden, hier die paar. Machen wir das auch nochmal. Rom wird gut gehalten, zum Glück. Und hier? Ah, komm. Na komm, hier können wir die Belagerung eigentlich erstmal mal anfangen. Haben wir irgendwelche neue Ereignisse, bevor ich die neue Runde starte? Ne. Ein Todesfall. Achso, okay. Händler. Sind bereit. Boah, das ist so doof. Aber Tarsus ist echt angepisst. Ich hoffe mal, dass die Stadt sich selbst reinigt, wenn man das so sagen kann. Ja, hier müssen wir echt hinterher gucken, wie wir das machen. Vielleicht schicke ich da ein paar Soldaten hin auch. Mein Herr. Ja, Strategos. Weil da fehlt es, glaube ich, echt an Nahkämpfern, ne? Ja, Nah- und Fernkämpfer, okay. Befehle? Machen wir das mal so. Stoßt vor! Die können wir mal nicht erweitern. Okay. Ja. Bevor ich jetzt die neue Runde starte, würde ich mich schon mal wieder verabschieden. Und würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Ja. Und was das gerade hieß halt. Man kann nicht immer gewinnen. Man muss auch manchmal Verlierer einstecken. Also. Das Versagen. Nee, das hört sich auch nicht richtig an. Manchmal kann man nicht gewinnen. So. Gut. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage jetzt erstmal wieder Tschüss. Und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.